Hi Leute, ich beginne jetzt ganz, ganz kurz diesen Vlog, weil Sarah ist jetzt gerade auf dem Weg hier zu mir. Also die kommt jetzt schon die Treppe hoch. Wir müssen jetzt mein Regal von der Post abholen. Also wir haben es heute ausgemacht. Wir werden später uns was zu essen holen. Wir werden gleich noch, ihr seht schon, was wir machen. Ich wollte nur kurz Hallo sagen und sagen, dass wir jetzt gleich mein Paket bei der Post holen. Dieses große, schwere Regal. Die haben es zur Post gebracht und mir nicht mal einen Zettel gegeben. Mir nicht mal, keine Ahnung. Also, ja. Dann holen wir jetzt das 20-Kilo-Regal bei der Post. Ein Update geben. Jetzt, hier ist mein Regal. Wir haben es gerade bei der Post abgeholt. Es war, wie viele Nerven hat es uns gekostet, bis uns der Uber-Fahrer irgendwann gefunden War hat. sein inneres Blumenpflücken. Oh mein Gott. Und jetzt haben wir es unten ausgepackt und hochgetragen. Und ja, es reicht mir jetzt. Wir fahren jetzt irgendwo hin. Wo fahren wir hin? Shoppen und essen. Ja, genau. Mimi, kannst du das schon mal aufbauen, während ich weg bin? Danke. Boah, die Maske nervt mich jetzt schon. Ich hatte gestern auch so eine auf wie du. Jetzt nervt mich die schon wieder. Die ist so eng. Aber die ist ja nicht so schwarz. Ja, das tut mir auch leid. Ja. Nein, ne, wahrscheinlich. Also nicht drinnen essen. Und was mitnehmen? Mitnehmen kann man. Oh, naja. Links. Ist natürlich wieder nicht unser Plan von gesund, geht nicht auf. Aber wir können. Ich weiß es nicht. Ich habe noch nicht probiert. Ich bin schon halb fertig. Hä, hey, der ist nicht wahr. Bin ich jetzt bescheuert? Ein Becher, der so verwirrt ist. Es schmeckt gut, aber. Ja. Ist lecker. Ja, ist mal was anderes. Pick and wait. So Leute, wir haben gerade noch gegessen und es gab hier so Bowls. Und jetzt zeige ich euch noch kurz, was ich gekauft habe. Also hier waren wir ja kurz bei DM. Das ist jetzt nichts so Spektakuläres, einfach nur Strumpfhosen. Ich habe mir hier so Masken geholt, weil ich mit denen irgendwie besser klarkomme. Dann habe ich mir hier diese Schoko- und Erdnusscreme geholt. Noch eine Strumpfhose. So Veggie-Hack. Und genau, das war es eigentlich auch schon bei DM. Und dann waren wir noch bei Pull&Bear. Da haben wir uns heute so einen Click-and-Meet-Termin gemacht. Und das tut mir jetzt furchtbar leid. Aber ich muss euch leider hier, ja, man sieht leider nicht viel. Denn es ist hier einfach nur eine schwarze, schlichte, stinknormale Jogginghose geworden. Und zwei schwarze, stinknormale. Also wirklich, also stinknormaler geht's nicht. Basic T-Shirts. Und was ich aber ganz cool fand, ist zwar auch schwarz, ist dieser Pulli hier. Ich kann es euch leider nicht besser zeigen, aber ich bin gerade auch zu faul, um den hier anzuziehen. Der ist so crop und hier unten hat der hier, ist der so ein bisschen, naja, man sieht es hier so gerafft.
Und das Coole ist, der ist halt vom Stoff her ein bisschen dünner, also nicht so Hoodie-mäßig, sondern so, er sieht zwar aus wie ein Hoodie, aber er ist dünner vom Stoff, das mag ich ganz gerne. Und der hat eine Kapuze, das fand ich ganz cool, von daher habe ich mir den noch mitgenommen. Und dann waren wir noch bei Sugar Fadi, wie ihr gesehen habt, und ich habe hier wirklich dieses Mal richtig zugeschlagen. Ich habe teilweise ein paar Sachen sind für Max, also wie man hier schon sehen kann, die zwei Sachen sind doppelt. Das werde ich Max schicken. Ich will dazu ein Video machen, wo ich alles durchprobiere. Das wäre ganz cool. Also schreibt mir gerne auch mal, ob ihr da Bock drauf habt und so, weil ich, ja, ich denke, dass ich das alles in einem Video probieren werde. Okay. Sieht jetzt nicht schlimm aus. Hier ist übrigens noch mein Regal. Wir haben das jetzt nicht mehr aufgebaut. Das haben wir heute bei der Post abgeholt. Das hat 24 Kilo gewogen. Und wisst ihr, ich war halt zu Hause. Das war voll ärgerlich. Und ich musste dann heute, wir haben das geholt, dann haben wir es zur Bahn gebracht. Dann sind wir einen Teil der Strecke mit der Bahn gefahren. Das ging dann noch. Aber dann mussten wir aussteigen und dieser restliche Weg, also von der Bahnstation bis zu mir letztendlich, der war trotzdem mit 20 Kilo Paket zu lang. Deshalb mussten wir für so wirklich eine sehr, sehr kurze Strecke, musste ich halt ein Uber bestellen. Und das hat halt nochmal 5 Euro gekostet. Und die 5 Euro, also ich denke, ich werde das so machen, dass ich denen schreibe, dass ich zu Hause gewesen bin, vor allem zu der besagten Uhrzeit, die mir bei Amazon auch angezeigt wurde. Und dann werde ich denen schreiben und werde sagen, ich wäre zu Hause gewesen. Man hätte einen zweiten Zustellversuch auch machen können oder wenigstens irgendeine Benachrichtigung oder was auch immer. Und dann schicke ich denen hier mal die ordentliche Rechnung von 5 Euro. Weil ich musste mir jetzt einen Uber rufen, obwohl ich eigentlich hier war. Also von daher ist es richtig ärgerlich. Und hier hinten, wie man sehen kann, ist ein großes Zalando-Paket. Ich habe bei Zalando bestellt. Es ist richtig schlimm, mir wird das bei Facebook immer angezeigt, diese Zalando-Werbung. Und dann habe ich das so ein bisschen geguckt und ich werde euch die Sachen, denke ich mal, morgen vielleicht mal zeigen. Ich will nichts Falsches versprechen. Es ist nichts Spektakuläres, muss ich auch dazu sagen. Aber ich könnte es euch eigentlich gleich zeigen. Ich habe nämlich Overknee-Stiefel bestellt. Mehr. Mehr ist gerade einfach die Wohnungstür hochgesprungen. Ich habe Overknee-Stiefel bestellt. So, jetzt nochmal. Ich habe bisher nur einmal in meinem Leben Overknee-Stiefel anprobiert. Und zwar war das mal bei Zara und das habe ich aber vor allen Leuten gemacht. Und dann haben die richtig beschissen ausgesehen. Und ich dachte mir, okay, ganz schnell wieder ausziehen. Weil ich meine, ich bin klein, ich habe kurze Beine. Ja. Der eine Stiefel, dafür ist meine Wade zu breit. Der wäre von der Länge her richtig gut. Also der würde mir so bis zum Knie gehen. Aber ich bekomme den gar nicht komplett hoch, weil meine Wade anscheinend zu breit ist. Und dann habe ich noch einen Stiefel bestellt. Der ist nicht ganz overknee, aber der Schaft ist so schmal, da passt nicht mal mein Fuß rein. Also es ist wirklich so, dass da, wo dann die Ferse, also wo der Fuß dann unten rein müsste, da komme ich komme mit dem Fuß noch nicht mal durch diesen Schaft durch. Und beim dritten Overknee-Stiefel, das ist wie so ein Sockenschuh, also das unten ist der Schuh und alles, das was nach oben geht, ist so eine Art wie so ein Stoff. Also wie so eine Socke sozusagen. Sieht halt aus, als hätte ich so kürzere Stiefel mit so Overknee-Socken an. Aber das hat auch nicht schön ausgesehen. Da kann ich auch ganz normale Stiefel mit Overknee-Socken tragen. So. Von daher, das geht leider wieder zurück. 3 Paar Schuhe. Und dann habe ich mir noch von Bershka ein Teil bestellt. Ich wusste das gar nicht mehr. Ich habe nämlich gestern bei Bershka, als wir shoppen waren, habe ich das Teil dann sogar im Laden gesehen und dachte mir so, nee, das sieht nicht schön aus. Und jetzt packe ich heute dieses Paket auf und ich habe mir das tatsächlich bestellt. Ich wusste das gar nicht mehr. Also ich habe hier einmal den Schuh, der ist richtig toll. Der ist hier auch wie so ein bisschen so Neoprenstoff und der ist richtig schön. Vor allem der ist hier so schön schmal, also der macht auch hier die Füße dann optisch so schön schmal. Den behalte ich auf jeden Fall. Ja genau, dann habe ich mir hier nochmal so eine Hose bestellt. Die sieht eigentlich voll schön aus und ich mag die auch bei mir hier, ich habe die vorhin schon anprobiert, ich mag die auch an meinen Beinen an und für sich, nur hier oben gefällt sie mir nicht. Also sie ist auch hier an der Taille ziemlich eng, steht aber hinten, steht sie komplett ab,
Und auch hier, der Bereich ist nicht so schön. Und wenn es schon nicht so schön ist, dann würde ich sagen, wird das auch wieder zurückgeschickt. Und das Teil hier, das ist das, was ich bei Bershka mir eben schon angeguckt habe. Es ist an und für sich ganz cool. Das ist halt so Lederoptik, so Kunstleder. Hier mit so T-Shirt, wie so ein T-Shirt-Ärmel, also kürzere Ärmel. Und so, ja, dieses Kunstleder und hier halt schwarz-weiß. Ich bin mir jetzt nicht sicher, soll ich es mal probieren? Ich habe es anprobiert, aber es gefällt mir nicht so. Es ist ein komischer Stoff, also es fühlt sich komisch. Sieht jetzt, wenn ich es hier jetzt so sehe, sieht es ganz cool aus. Aber es ist so vom Stoff her innen auch so komisch. Das ist so richtig, man schwitzt so, wisst ihr so? Und jetzt habe ich es zwar hier reingesteckt, aber wenn ich das jetzt hier draußen lasse, sieht das auch nicht schön aus. Da weiß ich doch im Vorfeld schon wieder, dass ich es nicht anziehen werde. So, das ist der nächste Overknee-Stiefel. Das ist der, der quasi hier unten wie ein Schuh ist und hier eher so einen Stoff hat, der halt wie so eine Socke, wie so ein Overknee, wie so eine Overknee-Socke aussieht. Aber es sieht auch nicht schön aus und ich merke auch, wie beim Gehen hier dieser Stoff einfach nach unten rutscht. Also das ist besser, ich ziehe irgendeinen Schuh an und dazu dann einfach die Overknee-Socken. Von daher, der darf auch wieder zurück. Und das hier wäre der nächste Schuh, der sieht richtig cool aus, also der würde mir wirklich richtig gut gefallen. Aber der, ja, der ist auch hier mehr alles wie dieses, also dieses Kunstleder, also bis hier oben. Und der hat auch hier auf der anderen Seite einmal diesen Reißverschluss. Aber trotzdem, ich bekomme den nicht bis nach oben. Also bei dem mit der Socke sozusagen, den habe ich nach oben bekommen, der ist aber nach unten gerutscht. Und bei dem ist es so, ich komme komplett rein bis hier unten. Aber wenn ich das hier hochziehe, hier oben ist er mir zu eng. Und das ist natürlich auch blöd. Von daher muss der auch zurück. Und wie gesagt, der andere, da bekomme ich nicht mal, da komme ich mit dem Fuß noch nicht mal hier rein. Naja. Ah ja, und dann habe ich hier noch diesen Jumpsuit bestellt. Das sieht jetzt aus wie so Spanx. Also wie so eine Bauch weg, komplett irgendwas Hose. Aber das ist ein Jumpsuit. Und der ist halt sehr, sehr dehnbar. Also den, wenn man anzieht, der verzeiht halt wirklich gar nichts. Aber der Gedanke war der, ich möchte den, oder ich habe den bestellt, um mir das mal anzugucken. Und zwar wäre das cool, ich habe halt oft so Blusen, die ich, oder ich bin immer so jemand, wenn ich auch Röcke trage, ich will immer unten irgendwie noch drunter eine Hose anziehen, nur für den Fall der Fälle. Und zum Beispiel jetzt auch bei der Bluse hier, bei der, die ist auch, die ist gut lang. Aber nicht so lang, dass man da keinen, also man braucht eine Hose drunter. Und dann hatte ich jetzt die Idee, irgendwie unter solche Sachen dieses Teil hier zu tragen, weil dann habe ich hier unten so eine kleine Hose. Und egal, was dann passiert, egal welcher Wind kommt, dann, ja, keine Ahnung. Aber ich habe es vorhin probiert, es passt, es sitzt eigentlich an sich recht gut und es erfüllt seinen Zweck. Von daher, glaube ich, behalte ich das. Also, ich hatte jetzt 4 Schuhe, davon behalte ich ein Paar. Weil die 2 Overknees sind nichts und diese etwas höheren Stiefel sind auch nichts. Dann hatte ich die schwarz-weiße Jacke, das kommt auch wieder zurück. Dann hatte ich diesen Jumpsuit, der bleibt. Und dann diese Hose in der Lackoptik, die kommt auch zurück. Weil, wie gesagt, wenn ich nicht zu 100% zufrieden bin, dann ist das wieder nichts. Und genau, ich habe das Ganze auf Rechnung bestellt. Ich habe sowas noch nie gemacht. Aber ich habe da echt jetzt mal auf Rechnung bestellt. Von daher habe ich so viel bestellt, weil ich mir dachte, dann kann ich mal ein bisschen durchprobieren. Und dann habe ich nämlich auch bei den Overknees oder bei den Schuhen allgemein so ein bisschen eine Auswahl. Weil ich habe halt mehrere gesehen, mehrere haben mir gefallen. Ich hätte mich entscheiden müssen. Und vielleicht, ich bestelle alle und dann behalte ich halt die, die wirklich sehr, sehr gut passen. Und genau, jetzt ist es so, das geht dann wieder zurück. Aber dieses eine Paar und den Jumpsuit behalte ich. Ich werde jetzt diesen Vlog einfach schon beenden. Ich denke mal, ich habe genügend heute zusammenbekommen, glaube ich. Und ich habe jetzt eigentlich auch, so gut es geht, alles gezeigt, was ich mir heute geholt habe. Von daher glaube ich, passt es. Und ja, ich sage dann an der Stelle Dankeschön fürs Einschalten. Hoffentlich auch wieder bis zum nächsten Mal. Und ciao.